Es begab sich aber zu der Zeit, dass sein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt... Ey, was redest du da? Psst, ich erzähle eine Geschichte von der Weihnacht. So, wie sie in der Bibel erzählt ist. Und du bist jetzt ruhig. Die Weihnachtsgeschichte? Mit Geschenken und so? Ja, eben. Mit dem Jesus. Und den Hirten und dem Josef und der Maria. Ah ja, die kenne ich. Du kennst die? Wieso? Ich bin dort zuhause. Ich, der Esel. Aber du bist gar nichts in der Bibel. Da steht gar nichts von einem Esel. Was? Aber ich bin ja die Hauptperson. Naja, fast jedenfalls. Im Ernst? Ja, da schauen wir dann nachher noch einmal. Aber jetzt erzähle ich endlich die Weihnachtsgeschichte für die Kinder und die Erwachsenen, die da sind. Also, die Geschichte beginnt in Nazareth. Dort lebte eine junge Frau mit Namen Maria. Maria war eine gläubige und gute junge Frau. Sie war mit einem Zimmermann verlobt. Aber eines Tages bekam sie einen ganz besonderen Besuch. Einen Engel. Ich grüße dich, Maria. Gott ist mit dir. Du brauchst nicht erschrecken. Ich bin ein Bote Gottes und ich verkünde dir eine wunderbare Nachricht. Du wirst ein Kind bekommen und es ist ein Kind von Gott. Es wird Jesus heißen und es ist der Sohn Gottes und es wird der Heiland von der ganzen Welt sein. Es soll genau so geschehen, passieren, wie du gesagt hast. Ein Kind? Wie soll das nur gehen? Ich bin ja noch so jung und erst verlobt mit dem Josef. Das ist eine verrückte Sache. Wie soll das nur gehen? Oh, und was sagt euch der Josef, wenn ich es ihm erzähle? Aber ein bisschen freuen tue ich mich natürlich auch. Nach dieser Botschaft ging Maria zu Josef, ihrem Verlobten. Da kommt er. Ah, den kenne ich. Das ist mein Besitzer. Josef, du glaubst es nicht. Ein Engel war bei mir und er hat mir gesagt, dass ich ein Kind bekommen soll. Und das Kind soll Jesus heissen. Ja, mir verschlägt es gerade Sprache. Ihr könnt euch vorstellen, dass Josef von dieser Botschaft überrascht war. Es war eine schwierige Zeit für ihn. Aber dann, nach 9 Monaten, kam noch eine Botschaft. Diesmal eine offizielle an alle Menschen in Israel. Und die war von den Römern, die damals in Israel regierten. Alle Einwohner sollten in ihren Heimatort gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Die Römer wollten alle Menschen in ihrem Reich zählen. Das bedeutete, dass Josef nach Bethlehem musste, weil das sein Heimatort war. Josef wusste nicht mehr, was er machen sollte. Er hatte es echt schwer. Ach, der Josef hat es nicht schwer gehabt, denn ich war ja da und konnte helfen. Ja, ist schon gut. Seht es euch mal an, wie das für Josef war. Ach je, wie soll das nur gehen? Wie soll ich das alles machen? Nach Bethlehem und wir haben keine feste Unterkunft oder sonst etwas. Wo soll mal ihr ein Kind bekommen? Und wie kommen wir dort hin? Ich habe doch nur meinen einen Esel. Ob der den weiten Weg schafft? Nein, ich schaffe es sicher nicht. Es ist mir alles zu viel. Und wer weiß, ob Maria nicht gelogen hat? Ein Engel, Sohn Gottes, so ein Seich. Ich glaube, ich gehe heimlich weg. Ich mache das nicht. Aber zuerst kann ich jetzt schlafen. Ich bin so müde von all diesen Gedanken. Josef, du brauchst dich nicht davor fürchten, Maria bei ihrer Geburt zu unterstützen. Denn sie braucht dich mehr, als du vielleicht denkst. Das Kind, das sie empfangen hat, ist etwas Besonderes. Denn es ist von Gott. Es ist der Sohn Gottes. Und dem Kind soll er den Namen Jesus geben. Das bedeutet Retter, denn er wird sein Volk erretten. Gott hilft dir und ist immer bei dir.
Das gibt's doch nicht. Da war ein Engel, der mit mir geredet hat. Mit mir? Da kann ich doch nicht anders. Ich bleibe bei der Maria und dem Kind. Wenn der Engel sagt, Gott ist mit mir, muss ich keine Angst haben. Da machten sich auch Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem, dem Heimatort von Josef. Sie machten alles bereit für die Reise. Von Nazareth im Norden von Israel nach Bethlehem im Süden war es ein Weiter. Und jetzt kommt mein Einsatz. Aufpassen! Und so sind Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Bergauf und bergab sind sie gewandert, tagelang. Ach, Josef, ich bin so müde. Ich kann nicht mehr weit laufen. Weisst nicht, wie lange es noch geht? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid, wir müssen einfach weitergehen. Wie lange geht es noch? Das habe ich doch gerade gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe Hunger. Wir haben gerade vorher eine Pause gemacht, dort hast du noch keinen Hunger gehabt. Wie lange müssen wir noch laufen? Bis es dunkel ist. Ich glaube, ich muss mal neu mit hin. Aber nicht da, du musst es dir halt verheben. Und das schwere Zeug von euch. Das habe ich schon so viele Tage müssen tragen. Ich mag nicht mehr. Jetzt ist fertig, Esel. Wir sind auch müde. Und mit dem Gejammer machst du es nur noch schlimmer. Jetzt sagst du mal einfach nichts. Schau mal dort, Maria. Wir haben es geschafft. Dort sind die Häuser von Bethlehem. Wir haben es geschafft. Oh, wir sind wirklich angekommen. Endlich! Jetzt muss ich aber etwas essen, trinken und schlafen. Es war so anstrengend. Ach ja, mein armer Esel. Aber wir brauchen etwas für die Nacht, eine Herberge mit Zimmer und Bett für uns. Hoffentlich finden wir etwas. Maria und Josef kamen mit dem Esel endlich in Bethlehem an. Aber sie waren nicht die Einzigen. Sie fanden keinen Platz in der Herberge, so heißt es in der Bibel. Guten Abend miteinander, was hätten Sie gern? Grüezi, haben Sie ein Zimmer für uns? Excuse, wir sind ausgebucht, tut mir leid. Merci trotzdem und entschuldigen Sie uns, dass wir Sie geweckt haben. Grüezi, haben Sie ein Zimmer für uns? Nein, tut mir wirklich leid. Schauen Sie, es ist alles besetzt. Adieu. Was soll das? Wieso müssen so viele Leute nach Bethlehem? Und wir sind mal wieder die Letzten. Mir tut auf weh. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich kann keinen Schritt mehr. Ach, Esel, komm. Nur noch ein kleines bisschen. Wir finden schon noch etwas. Grüezi miteinander. Grüezi, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Haben Sie etwas zum Schlafen für uns? Oh, in meinem Haus ist auch alles voll. Aber wenn es euch nicht ausmacht, könnt ihr in meinem Stall schlafen. Er ist dort hinten. Ein Stall? Mit Heu und Krippe und Stroh?
So gut. Das ist super. Merci. Hauptsächlich, wir sind im Schermen. Und als sie da selbst waren, gebar Maria ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Was ist das? Das ist Jesus, unser neugeborenes Kind. Aber warum ist es dann so laut? Schaltet es doch ab! Das ist ein Baby, Esel. Ein Mensch und kein Spielzeug. Aber warum schreit es denn? Der Jesus ist halt noch ein kleines Kind. Kleine Kinder schreien, weil sie etwas haben, weil sie doch noch nicht reden können. Vielleicht ist er einfach müde und Baby brüllt, wenn sie müde sind. Du musst nicht motzen. Du musst helfen, das Kind zu beruhigen, damit er schlafen kann. Wenn du so laut schreist, wird es noch schlimmer. Komm, ich zeig es dir. Ach, wenn er nicht brüllt, ist er wirklich ein Herziger. Eben, also bist du jetzt ruhig. Wir verlassen den Stall und begeben uns auf die Felder vor Bethlehem. Es heißt in der Bibel, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts die Herde. Ich mach mal ein Feuer. Es ist kalt. Nein, ich habe ja mein Lammfell, aber es ist so dunkel. Ja. Habt ihr Hunger? Soll ich ein Käsespiessli machen? Aber nur mit Schafskäse. Ja. Irgendwie ist es eine komische Nacht heute. Ach, das bildest du dir nur ein. Probier doch endlich zu schlafen. Wenn ich mich so umwälzen würde, wäre es mir auch ganz komisch. Ich wälze mich gar nicht. Und trotzdem ist die Nacht komisch. Ja. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, dass allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, in der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ja! Also, das, habt ihr das auch gesehen? Das war ein richtig schöner Engel. Was hat er gesagt? In Bethlehem? In dem Kaff? Dort müssen wir ran. Aber wie finden wir den Weg? Es ist ja mega dunkel. Ich weiß, dort wo der Stern ist, ist Bethlehem. Ja. Aber der Engel hat gesagt, dass ein König oder so etwas ist. Da müssen wir etwas mitnehmen. Ja, natürlich müssen wir ein Geschenk mitbringen. Wie für einen König. Aber wir sind doch arm. Wir haben doch gar nichts. Doch, ich weiss etwas. Ich nehme mein Käsespiessli mit. Und ich mein Lammfeli. Dann hat das Kind nicht mehr kalt. Und du kannst die Milch mitnehmen. Ja. Und so machten sie sich eilends auf nach Bethlehem. Die Hirten und alle Schafe mit ihnen. Wir gehen nun weit in den Osten. Bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde, ging ein ganz besonderer Stern am Himmel auf. Und dieser Stern bleibt nicht unbemerkt. Dort im Osten lebten weise Männer,
die sich in den Sternen und auch sonst in allerlei Dingen auskannte. So ein schöner Stern. So einen habe ich noch nie gesehen. Aber Kasper, was hast du? Du schaust so komisch. Ach, Balthasar, ich mache mir Sorgen um den Melchior. Der ist seit Tagen in der Bibliothek verschwunden. Ohne Essen, ohne Trinken. Das ist doch nicht normal. Er meint, er wüsste, irgendwo steht etwas über diesen Stern. Aber du hast recht, so langsam ist es nicht normal. Meinst du, wir müssen den Melchior suchen? Warte schnell, ich höre etwas. Juhu, ich habe es gefunden. Endlich. Ich habe ja gewusst, dass da etwas gestanden ist. Ich bin halt der Beste. Also, manchmal bist du schon ein Angeber. Jetzt streitet doch nicht. Ich will wissen, was der Stern bedeutet. Was hast du gefunden? Ein König ist geboren, aber nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer. Der Messias, der Retter der Welt. Weit weg im Westen der neugeborene König der Juden. Es ist sein Stern. Also das ist doch unglaublich. Aber wir haben im Fall auch eine Ahnung. Aber ich bin suchen. Du hast immer nur geschaut und gestaunet, aber nicht nachgedacht. Das stimmt im Fall nicht. Jetzt ist wirklich fertig. So ein besonderer König und ihr müsst streiten. Dass wir das erleben dürfen, ist so ein grosses Geschenk. Hast recht, excuse. Aber was machen wir jetzt, wenn wir es wissen? Ganz einfach. Wir gehen und suchen den neugeborenen König. Super Idee, aber zuerst müssen wir uns vorbereiten. Wir brauchen Vorräte für die Reise und Geschenke. Geschenke, die für einen König sind. Genau, ich weiss etwas. Myrrhe, sein kostbarster Harz. Es ist Salböl für den König, es ist aber auch eine Erinnerung daran, dass alle sterben müssen. Und Weihrauch, auch ein kostbares Haar für die Heilung. Mir sagt, Gebet steigen mit dem Rauch direkt zu Gott auf. Und nicht vergessen, Gold, so kostbar wie die Liebe von Gott. Wunderbar, dann haben wir alles. Hoffentlich finden wir ihn auch. Der Stern wird uns den Weg zeigen. Gehen wir endlich. Wir sind wieder in Bethlehem, im Stall, wo Jesus geboren wurde. Unbemerkt von den Menschen wachte der Engel über dem Stall. Und im Stall war Jesus, das neugeborene Kind, in Windeln gewickelt und in der Krippe, so wie es der Engel gesagt hatte. Und ich war auch da. Ja, ja, du auch. Und Maria und Josef und der Ochse. Dort muss es sein. Ich getrau mich nicht, wir sind doch nur arme Hirten. Ja. Aber ein Engel hat zu uns geredet, wir dürfen gehen. Meinst du wirklich? Ja. Oh. Du bist unser Heiland, Gott segne dich mit allem Guten. Da unser Geschenk für dich. Milch, Schafkäse und ein Schaffäli. Wir nehmen dich als Zeichen von unserer Liebe und von unserem Glauben zu dir. Wir werden dich unser ganzes Leben lang verehren. Und dann kamen auch die Weisen, die dem Stern gefolgt waren. Und als sie sahen, dass der Stern über dem Stall in Bethlehem stehen blieb, überkam sie eine grosse Freude. Schau mal, Ochs, so komische Typen, das sind ja Ausländer. Also, du bist mir einer. Ich finde, die sehen schon ganz nett aus. Also, die Hirten habe ich lieber. Endlich richtig. Ich habe ja euch gerade gesagt, dass es nicht in Jerusalem sein kann.
Ja, ja, du weißt ja immer alles. Nein, wir streiten nicht. Zum Glück hat sich ja alles aufgeklärt und der Stern steht jetzt still. Und wir können den neugeborenen König anbeten und ihm unsere Geschenke geben. Ich habe so eine grosse Freude in meinem Herz. Ich könnte in die Luft kumpen vor Freude. Aber nicht in Ernst, du bist doch ein Weiser. Kommt, gehen wir schauen. Du bist der König der ganzen Welt. Du wirst allen Menschen Frieden schenken. Da, nimm unsere Geschenke. Gold, Myrrhe und Weihrauch. Als Willkommensgeschenk und als Zeichen von unserer Liebe und unserem Glauben zu dir. Was soll das? So komische Geschenke. Das kann dich Leo gar nicht brauchen. Bist still und lass zu. Gold, so kostbar wie die Liebe von Gott, in der du geboren bist. Wie Rauch und Myrrhe, als Zeichen, dass du ganz besonders mit Gott verbunden bist, dass es im Leben auch nicht immer, aber dass es im Leben auch nicht immer einfach wirst haben. Wartet schnell. Und was ist denn mit mir? Bekomme ich denn kein Geschenk? Ist heute denn nicht Weihnachten? Ich glaube, du hast es nicht verstanden. Jesus ist unser Geschenk. Der Sohn von Gott, geboren für die Welt, für die Menschen, aber auch für uns Tiere. Heute ist der schönste Tag von meinem Leben. Hast du es gehört, Esel? Und ihr alle? Heute ist Weihnachten, heilige Nacht, weil Jesus geboren wurde. Dein Heiland, Esel, und der der Hirten und der Weisen und der Kinder. Jesus ist das größte Geschenk von allen, für uns alle. Er ist die Hauptperson. Und alles ist genau so passiert. Naja, fast jedenfalls. Bis auf den Esel vielleicht. Ja, wow! Mir verschlägt es gerade die Sprache. Ihr habt das super gut gemacht, liebe Kinder. Ich weiss, wir haben seit dem September geübt. Ihr habt viel Text auswendig gelernt, nochmal geübt. Wir hatten lustige Momente gehabt, aber auch manchmal ein bisschen mühsame Momente, wo wir haben aufeinander warten und Geduld müssen üben. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben das zweite Mal aufgeführt und ihr habt das absolut spitzentoll gemacht. Also herzlichen Dank für euren grossartigen Einsatz. Hä? Ja, wir haben jemanden ganz schmerzlich vermisst. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, Julia hat ganz kurzfristig in Quarantäne und hat ihre Rolle als Maria nicht spielen können. Darum habe ich sie probiert zu ersetzen, was ich, ja, also sie hat das sicher viel, viel besser gemacht. Aber ja, wir haben uns das Beste gegeben und wir möchten an dieser Stelle ganz liebe Grüße Julia und ihrer Familie schicken, die nicht hat jetzt können da sein. Also ich möchte gerne an dieser Stelle auch noch kurz das Team führen bitten, das Krippenspielteam, ohne Sonja Blaser, Christoph Ebersold, Angelika Diebold, Heinz und Heidi Frischknecht. Ohne das Krippenspielteam hätte das Krippenspiel so nicht aufgeführt werden können. Kommt doch ganz kurz führen,
dass wir euch noch sehen. Ja, ihr habt sehr viel Zeit, Herzblut und Engagement investiert, bis zuletzt Flexibilität eingebracht mit einer kurzfristigen Aufgabenveränderungen. Also ich danke euch viel mal für euren grossartigen Einsatz. Auch Technik hat einen super Job gemacht. Der Simon und der Lukas Diebold und der Samuel von Niederhäuser. Sie haben ermöglicht, dass ihr uns alle verstanden habt. Danke euch viel mal. Ja, und auch zu guter Letzt Elena Dietrich am Klavier, die uns so kompetent und wunderbar begleitet hat. Wie jedes Jahr möchten wir am Krippenspiel noch eine Kollekte erheben für die Menschen, die es nicht so gut haben. Das Mal möchten wir sammeln für Kinder- und Witwenprojekte in Nepal. Das ist ein kleines Hilfswerk, gegründet von einer Schweizerin, die dort ein paar Jahre gelebt hat. Ich selber durfte vor ein paar Jahren ein Kinderheim und eine Schule besuchen und bin sehr beeindruckt und berührt von dieser kompetenten, würdevollen und professionellen Arbeit für und mit den Schwächsten von dem Land der Welt. Jawohl. Also ich empfehle euch die Kollekte ganz herzlich. Ja, zum Schluss dürfen wir das Lied von der Elena hören, «O du Fröhliche». Wir hören es einfach aus bekanntem Grund. Und nach dem Lied darf jedes Kind von euch da unter dem Christbaum noch ein Geschenk mitnehmen. Also etwas ganz Wichtiges, wenn ihr euch umgezogen habt. Also sobald ihr umgezogen seid, dürft ihr ein Geschenk hier noch mitnehmen. Das ist ein kleines Dankeschön für euren grossartigen und mutigen Einsatz, ja, den ihr hier heute geleistet habt. Und Esel, für dich hat es dann auch eins. Danke vielmals, dass ihr heute Abend da gewesen seid. Ich wünsche Ihnen, euch eine ganz gute, weiterhin eine gute Adventszeit und trotz der speziellen Zeit, die wir im Moment haben, auch immer wieder Momente der Hoffnung und der Freude. Auf Wiedersehen. Jetzt hat Irina allen Danke gesagt. Also liegt es noch uns, ihr zu danken zu sagen. Sie hat alle Fäden in den Händen gehabt. Sie hat geschaut, dass die Kinder da sind. Wir haben viel Telefon gehabt, hin und her. Wir mussten Bewilligungen einholen, dass wir es überhaupt durchführen dürfen. Wir waren immer ein bisschen auf Nadeln gewesen. Dürfen wir nicht. Zum Glück hat es geklappt. Und Irina, danke vielmals.